Jo Leute, hier ist der Gusua und was soll ich sagen? Ich denke mir, es ist Zeit für eine ja, Neuerung, sage ich mal. Und zwar, heute haben wir Montag und ich werde es jetzt mittlerweile dann so machen, dass ich jeden Montag und jeden Donnerstag immer eine, in Anführungsstrichen, Wochenankündigung mache. Das heißt also, ich zeige euch dann, gut, okay, komm, passt auf das und das und das und das habe ich heute Bock. Das heißt also, das werdet ihr dann ungefähr so in den nächsten Tagen sehen. Weil ihr wisst ja, ich mache daraus ja kein Geheimnis, dass ich halt eben vorproduziere und dann wisst ihr schon so ungefähr, ah ja, das und das und das könnte was werden. Also auf jeden Fall geht es natürlich los mit Clash of Clans. Wie gesagt, viele, die jetzt zum Beispiel umgestiegen sind, jetzt bestes Beispiel halt Diziax, der halt wirklich komplett auf Clash Royale gegangen ist. Vollkommen in Ordnung. Ich bin der Meinung, dass man sowas auch machen sollte, wenn man einfach an einem bestimmten Spiel einfach keinen Spaß mehr findet, das irgendwie durch ist, dann soll man halt sagen, gut, okay, kommt, ey, Leute. Außerdem läuft das hier jetzt richtig, richtig mega mit Clash Royale und so weiter und so fort. Dann ist das vollkommen in Ordnung. Ich bin jedoch wiederum halt nicht derjenige, der halt sagt, oh gut, okay, geil, Clash Royale jetzt nur. Ich habe extra mein iPad mitgebracht. Das heißt also, wir werden auch auf jeden Fall die ein oder andere Runde Clash Royale spielen, was ich mega gut finde. Also wirklich mega affengeil. Ist halt einfach die Möglichkeit, dass, wenn man jetzt zum Beispiel mal sagt, okay, man streamt in Richtung 20.000 Abonnenten, könnte da ja noch was kommen. Wenn man halt einfach sagt, gut, okay, man streamt eine Runde, dass man dann halt wirklich sagen kann, gut, okay, Community-Clan und dann greift mich bitte einfach mal an, beziehungsweise wir machen einen Fight gegeneinander. Das finde ich mega geil und das müsste es meiner Meinung nach auch bei Clash of Clans geben. Einfach, dass man sich gegenseitig angreifen kann. Wo ist da dieses Problem? Da muss meiner Meinung nach auch von Supercell bei Clash of Clans nochmal nachgearbeitet werden, dass man wirklich sagen kann, hey Leute, was geht? Ich will gegen den angreifen und fertig. Dabei ist meiner Meinung nach ganz, 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 ganz wichtig, wenn wir das machen, sollte man natürlich auch vom Level her ungefähr gleich sein. Ich bin momentan Level 5, also ich bin jetzt nicht der Oberhopper. Ich spiele das halt eben nicht so oft. Und klar, dann, wenn ich dann zum Beispiel irgendwie gegen Level 9 Spieler spiele, macht das nicht so viel Sinn, weil die Truppen halt ganz andere sind und natürlich auch ein ganz anderer Level der Truppen selber. Ganz klar. Aber ansonsten, wie gesagt, würde ich mich da mega drauf freuen. Was gibt's noch? Ich habe noch richtig, richtig Bock auf GTA 5. Also da muss eigentlich noch eine Runde auf jeden Fall drinne sein. Ich würde gerne den Singleplayer noch mal ein bisschen ja loslegen, weil ich ja die ganze Zeit immer nur online gespielt habe. Das wäre auch auf jeden Fall richtig, richtig cool. Ja, wie gesagt, Clash of Clans auf jeden Fall. Ich habe den andere, ich war im Gnadenlos-Clan, also da wurde wieder ein CW-Clan gemacht für die Gnadenlos-Familie. Ja, da, naja. Aber ich gelobe auf jeden Fall Besserung. Also ich werde wirklich gucken, dass ich mich jetzt halt mehr mit CWs beschäftige. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich ja mittlerweile die Queen auch schon auf 28 habe. King ist ja Maxed. Maxi King. Yeah. Und von daher ist das natürlich so, dass ich da dann ja Zeit dafür habe, weil ich habe ja noch einiges an Mauern zu machen, dann aber nur noch zwei Steps für die Queen und von daher sollte das ganz cool sein. Wie findet da meine Friese? Yeah, also war auf jeden Fall wieder dran. Keine Sorge, das ist jetzt nicht das einzige Video, was heute kommt. Also wie gesagt, diese Wochen- oder Tage-Ankündigungsvideos werden dann hoffentlich immer wieder so kommen. Dass ich halt sage, ey, hier auf das und das und das habe ich heute richtig Bock. Und dann läuft dit. Ich hoffe, ja, ihr habt Spaß dran. Und dann, wie gesagt, ich denke mal, das Erste, was jetzt als nächstes kommt, wird Clash of Clans sein. Und dann werde ich Clash Royale mal probieren. Und dann halt, wie gesagt, geht hier. Also ich muss halt gucken. Jetzt haben wir es momentan kurz vor zwei, meine lieben Abonnenten. Und jetzt wird richtig, richtig Hardcore Gas gegeben. Ich wünsche euch was und ja, viel Spaß dann mit den nächsten Videos. Ciao, ciao.